So, heute sprechen wir mal wieder über den Reifen und zwar speziell über das Vorderrad. Und nein, ich will euch keinen Reifen verkaufen, sondern ich will euch ein bisschen länger oberirdisch oder beziehungsweise aufrecht auf dem Moped halten. Denn wir sprechen mal so um das Thema, wie lange kann man so ein Vorderrad eigentlich fahren? Wie kündigt sich sowas an, dass es schlecht wird? Was empfehle ich? Und so weiter und so fort. Sehr viele Faktoren, die immer wieder konfus werden da draußen. Und ich denke, der ein oder andere, vielleicht auch den ein oder anderen und auch ich in der Vergangenheit, einen Vorderradrutscher hätten vermeiden können, wenn man diese Themen so ein bisschen besser beachten würde. Von dem her, seid sehr gespannt, das ist auf jeden Fall wichtig. So, ich packe den Reifen jetzt auch gleich wieder hier weg, sonst geht mir der hier auf den Keks. Also, Vorderrad. Das Problem am Vorderrad ist, dass in der Regel das Profil nicht weniger wird oder zumindest nicht stark weniger wird. Am Hinterrad tun wir uns da einfach, weil da haben wir die Indikatoren, haben wir vorne auch. Und am Hinterrad werden die immer weniger pro Runde und dann können wir zuschauen und dann fängt schon langsam an zu sliden. Denkt sich, oh, das Hinterrad, ich glaube, das ist nicht mehr so gut. Das alles hast du vorne nicht. In der Regel ist es so, dass das Vorderrad halt irgendwann sagt, ich habe keinen Bock mehr und dann macht's klack und dann klappt das Vorderrad ein und legst du auf der Nase und du weißt eigentlich nicht so wirklich, wieso, weshalb, warum. Und da ist immer guter Rad teuer. Wie lange kann ich jetzt am Vorderrad fahren? Ich sage immer, es ist von vielen Faktoren abhängig und die gehen wir jetzt so ein bisschen durch. Zum einen kommt es natürlich auf die Mischung des Reifens drauf an. Umso härter die Mischung in der Regel, desto länger halten die auch. Also, aber man muss dazu sagen, dass natürlich dementsprechend der Grip auch nicht so gut ist. Es gibt ja so die Pauschalformel, 2 Hinterräder, 1 Vorderrad. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie lang fahre ich denn das Hinterrad. Wenn ich jetzt ein Hinterrad in der Lage bin, 5 Tage am Stück, also 5 Rennstreckentage zu fahren, wären 10 fürs Vorderrad, das ist schon nicht ohne, weil es kommt natürlich noch ein weiterer Faktor zu dem Verschleiß des Fahrens hinzu und das sind die Heizphasen. In der Regel heizen wir die Slicks mit, oder sollten wir, mit Heizdecken auf 80, 90 Grad. Und dann fahren wir und dann kühlen die vielleicht manchmal ein bisschen ab, dann heizen wir wieder auf, dann kühlen sie wieder ein bisschen ab, dann heizen wir wieder auf, das machen wir 5-6 Mal am Tag. Dann kühlen die am Abend ab. Hier empfehle ich sowieso grundlegend die Abkühlphase am Abend mit aufgezogenen Heizdecken, aber nicht angesteckt, dass der Reifen langsam abkühlt. So, und diese Heizphasen der verschiedenen Tage oder der mehreren Tage, das zieht die Weichmacher aus den Reifen raus. Das heißt, der Reifen wird im Laufe seiner Tage immer härter. Sage ich jetzt mal umgangssprachlich. Und das ist noch nicht unbedingt schlimm. Fakt ist allerdings, dass pro gefahrene Runde der Reifen von seinem möglichen Gripfenster immer schlechter wird. Das heißt, er hat irgendwo am Anfang 100% Grip, das ist das, was er zur Verfügung stellt. Und im Laufe der Tage, wo man gefahren oder im Laufe der Runden, wo man ihn fährt, wird er immer schlechter, 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 schlechter. Das heißt, der prozentuale mögliche Grip, den der Reifen liefert, wird immer weniger. Jetzt könnte der eine oder andere gleich einschweifen und könnte sagen, Moment, ich bin meinen Vorderreifen schon mal 15 Tage gefahren, das war überhaupt kein Problem. Ja, das kann sein, dass das kein Problem ist, komme aber gleich drauf, warum das vielleicht in deinem Fall kein Problem war. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel brauche ich denn von dem Reifen? Angenommen, der Reifen hat jetzt in den ersten 20 Runden 100% des möglichen Gripvolumens und du nutzt aber nur immer 30, 40, 50% des Reifens, weil du vielleicht noch Einsteiger bist oder mittelmäßiger Hobbyfahrer, der vielleicht auch viel über das Hinterrad fährt und das Vorderrad dementsprechend viel schont, dann brauchst du halt nie viel Reserve am Vorderrad. Und dementsprechend fährst du quasi immer oder sehr lange unter dem möglichen Gripfenster des Reifens. Und es ist nie ein Problem. So, jetzt kann es aber sein, dass du aus fahrtechnischer Sicht oder vielleicht aus linientechnischer Sicht oder verkehrstechnischer Sicht oder Bedingungen, wie auch immer. Es gibt natürlich viele Faktoren, die in den Reifen einwirken. Es kann mal sein, dass du am Ende der Geraden vielleicht so einen Tacken zu spät auf der Bremse bist und dir denkst, aber das geht noch, den Scheitel treffe ich noch. Und dann lenkst du halt einmal unter Mehrdruck ein. Oder du stellst fest, ich würde so ein bisschen weit gehen, ich drücke noch ein bisschen nach. Der Instruktor hat mir gesagt, ich muss mehr Körperhaltung, mehr Lenkimpuls, mehr Rastendruck. So, dann kannst du natürlich die engere Linie fahren, aber dann wirst du wahrscheinlich mehr Grip brauchen, als du vielleicht die Runde davor gebraucht hast. Und dann ist die Frage, ist der mögliche Grip, den du quasi jetzt bräuchtest, zu dem jeweiligen Zeitpunkt der Lebensdauer des Reifens noch zur Verfügung, wie in diesem Diagramm schon gezeigt.
Und da musst du drauf aufpassen, dass du da nicht drüber hinausfährst. Und in der Regel ist es so, viele Vorderradrutscher, die auf der Rennstrecke passieren, von Kunden von uns, von Bekannten, von Rennstreckenteilnehmern von uns, die passieren zu 99% nicht mit neuen Vorderrädern, sondern, das ist immer meine erste Frage, sage ich, wie alt ist das Vorderrad schon? Ja, so 4, 5, 6 Rennstreckentage. Okay, jetzt ist die Frage, denkst du, dass es passiert wäre mit einem neuwertigen Vorderrad? Wahrscheinlich nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber der Meinl sagt jetzt, ich soll quasi alle 20 Runden neues Vorderrad drauf tun. Nein, das nicht. Aber man muss so ein bisschen mitkalkulieren. Das heißt, wenn man jetzt diese Linie im Kopf hat, dass der Reifen im Laufe der Runden immer schlechter wird, dann macht es meistens keinen Sinn, im Laufe der Runden mit dem Reifen immer schneller zu werden, beziehungsweise dem Reifen immer mehr abzuverlangen. Und da muss man eben vorsichtig sein. Da muss man eben darauf achten, hey, ich zähl immer die Turns mit, ich fahre jetzt, oder die Runden in dem Fall, ne, Vorderrad, erster Turn 6 Runden, zweiter Turn 7 Runden, dritter Turn 4 Runden, wie auch immer. Ich zähle so ein bisschen mit, so die Tage, die Heizphasen etc. Und wenn bei mir so ein Vorderrad einen Tag drauf hat, klar, das ist natürlich speedabhängig, aber vielleicht, wenn es bei dir 2 Tage oder 3 Tage drauf hat, dann musst du das im Kopf haben. Dann musst du einfach vielleicht nicht mehr so motiviert auf der Bremse in die Kurve reinfahren, wie das halt noch im neuwertigen Zustand gegangen ist. Wieder auf die Beachtung der prozentualen Nutzung, weil ich kann natürlich jetzt keine Pauschale treffen. Der eine fährt 2 Minuten am Pannoniering, der andere 1,30 in Oschersleben, der 1,40 in Oschersleben, wie auch immer. Also es gibt verschiedene Faktoren, die quasi für diese Nutzung eintreten. Und da ist natürlich stark der Speed und auch ein bisschen der Fahrstil. Es gibt Leute, die holen den Speed stark über die Bremse am Kurveneingang. Es gibt welche, die rollen eher rein, aber beschleunigen stark. Die fahren natürlich sehr vorderradschonend und werden wahrscheinlich das Vorderrad nie so ans Limit bringen, beziehungsweise da immer ein bisschen drunter sein, auch wenn das Vorderrad schon älter ist. Also bei mir ist es so, dass ich quasi das Vorderrad so ein bisschen mit dem Kopf habe und weiß, okay, am zweiten Tag mit dem Vorderrad, da fahre ich schon noch, aber ich pushe halt nicht mehr so übers Vorderrad und beachte auch so ein bisschen im Hinterkopf, ich muss ein bisschen defensiver fahren, weil ich einfach nicht nochmal mehr rausquetschen kann, weil das im Zweifel halt dann zum Vorderradrutscher führt. Das heißt, ich fahre halt dann ein bisschen defensiv, bremse ein bisschen früher, weiß, ah, Vorderrad ist nicht mehr neu, kannst nicht mehr das machen. Im Gegensatz dazu, wenn das Vorderrad und das Hinterrad neu ist, dann weiß ich so, jetzt hast du 15, 20 Runden, wo du mal richtig nochmal über den Häfen auf Bayerisch oder Österreichisch, also nochmal eine reindrücken kannst, wo du noch ein bisschen später und nochmal ein bisschen enger und nochmal ein bisschen mehr Schräglage, dann macht das Vorderrad das mit, weil wir natürlich einfach mehr prozentuale Möglichkeit vom Vorderrad haben. In der Regel kündigt sich so ein Vorderrad auch an, dass es nicht mehr so gut ist. Also ich fühle das, das ist ein bisschen die Spürsache, da muss das Fahrwerk auch stimmen. Und zwar merke ich das in Form, dass das Motorrad einfach nicht mehr ganz so schön lenkt im Verhältnis zum neuen Vorderrad. Also neues Vorderrad, da fährt es einfach anders. Dann kann ich engere Linien fahren, es geht leichter von der Hand, ich muss nicht so viel Energie investieren, um die Radien zu führen, ich muss nicht nochmal nachdrücken, sondern es fährt einfach leichter. Und ich merke auch, dass die Eigendämpfung vom Vorderrad noch besser ist, also Bodenwellen werden noch besser genommen. Und sobald das Vorderrad dann einige Runden drauf hat, merke ich, das ist so ein bisschen schwammig, so ein bisschen teigig, ich kann nicht mehr so direkt fahren, ich spüre vielleicht auch die eine oder andere Welle stärker, weil natürlich der Gummi abnimmt und die Weichen herausgegangen sind. Dementsprechend ist die Eigendämpfung von so einem Reifen auch geringer. Und das wiederum spiegelt sich schon so ein bisschen wieder in der Form, wie fühlt sich's an. Und da bin ich eigentlich mittlerweile sehr, sehr vorsichtig. Also ich fahre so ein Vorderrad in der Regel so 2 Tage Maximum für mich als schnelleren Hobbyfahrer. Wenn du mittelmäßiger Hobbyfahrer bist, dann kannst du da schon 3, 4 Tage fahren. Aber ich denke, mit 4 Tagen ist so irgendwann das Limit erreicht, einfach aufgrund dessen 4-mal aufheizen, 4-mal abkühlen. Das ist einfach ein Problem, wird unterschätzt. Und ich habe ganz viele Konfrontationen mit, ja, aber das sieht doch noch gut aus. Ja, das tut er. Es ist das Gemeine beim Vorderrad. Du siehst dem das nicht unbedingt an. Wenn du es dem Vorderrad ansiehst, dann ist eigentlich schon höchste Eisenbahn. Wenn die dann schon so Tränen starke kriegen oder so Riefen oder von oben betrachtet auch schon so richtige Kanten drin haben, dann ist da auf der Flanke einfach nicht mehr so viel Profil und dann ist es höchste Eisenbahn, den Reifen zu tauschen, weil, wie schon gesagt, Vorderrad
Vorderradrutscher vorprogrammiert, je nachdem, wie viel prozentuale, des Möglichen du fährst. Der Tipp von meiner Seite ist, beachte ganz bewusst, wie sich neues Vorder- und neues Hinterrad in Kombination beim Fahren in den ersten Runden verhält. Beachte das Gefühl. Und das Gefühl kannst du nur beachten, wenn du von deiner eigenen persönlichen Limitrundenzeit weggehst, weil da ist das Adrenalin zu hoch. Adrenalin ist schlecht, was Gefühle und Emotionen anbelangt. Du musst so ein bisschen runtergehen von deiner Rundenzeit und musst einfach bewusst darauf achten, wie fährt's. Aha, jetzt kann ich, mache ich das, okay, jetzt fühlt sich das so an, okay. Und dann begleitest du dein Gefühl über die Turns und dann wirst du feststellen, jetzt fährt es nicht mehr so wie vorher. Es gibt viele Faktoren dafür, Temperatur, Wind und so weiter. Ne? Aber eben auch, das Vorderrad wird tendenziell immer schlechter. Somit, da gehört ein gewisses, weil es gibt keine Pauschalregel. Es gibt nicht, du kannst nur 20 Runden damit fahren, du kannst nur 50 Runden damit fahren. Das gibt's halt nicht. Also musst du mit diesen Informationen, die du jetzt von mir so bekommen hast, mit ein bisschen so einer Empathie, ein bisschen so einer Feinfühligkeit in das Ganze einfach auch oft aus dem Bauch raus entscheiden und im Zweifel eher zum neuen Vorderrad. Auch wenn das natürlich ein teurer Spaß ist. 180, 190 Euro für ein Vorderrad immer zu brennen. Auf der anderen Seite, wenn es ein Vorderradrutscher ist, kostet es in der Regel viel mehr als 180 Euro und man kann sich noch wehtun dabei. Also, von dem her darauf achten, nicht auf die Optik vom Vorderrad verlassen, sondern wirklich da die Runden mitzählen. In der IDM zum Beispiel, IDM Superbike, gut, das sind natürlich ganz andere Rundenzeiten, nichtsdestotrotz, die fahren mit so einem Vorderrad 20, 25 Runden, dann ist Feierabend, dann kommt der weg. Es ist so, weil die wollen nicht wegen dem gebrauchten Vorderrad stürzen. Das ist zu teuer. Ja, leider ein teures Hobby, ich weiß, ich will auch da gar keinen angreifen, dass er jetzt kein Sparfuchs sein soll. Für das Thema Sparen habe ich ein anderes Video gemacht, ich verlinke es unten in der Beschreibung, wie man Kosten auf der Rennstrecke reduzieren kann. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht im Reifen machen. Also, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr es schon gewusst habt oder wie ihr das handhabt und wie lange ihr euer Vorderrad fahrt. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert und das Video mit euren Freunden teilt, damit die Vorderradrutsche auf der Rennstrecke so gering wie möglich werden. Also, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.